Wenn ich die Karte hier finde. Ich meine, so schwer kann die nicht. Von den Typen hier fehlt mir noch die Karte, ja? Genau. Genau. Das ist gut. Das ist gut. Und hier kam ich nämlich nicht weiter, weil ich nicht springen konnte. Aber jetzt kann ich das ja. Habe ich von den Fröschen auch eine Karte? Von denen fehlt mir, glaube ich, auch die Karte. Bin ich mir aber unsicher. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das feststellen können. Hier oben, genau. Schlüssel, ja. Na, close enough. 4 Schlüssel, keinen benutzt. Von mir aus. Soll mich nicht stören. Hier war dieses Gebiet. Hier oben war ich aber noch nicht. Doch, war ich schon, ja. Echt? Ich bin mir gerade unsicher, hier war ich. Ja, hier habe ich mich durchgebackt. Zurück zum Eingang bitte und dann links abbiegen. Links abbiegen, irgendwo links einfach. Hier, links. Genau, hier kam ich nämlich auch nicht durch, weil ich nicht springen konnte. Genau, bringt mir nicht viel. Das hier sieht schon besser aus. Das sieht schon besser aus. Ja. Vielleicht. Oh, vielleicht. Ups. Mit Glück bekomme ich die letzte Karte, die ich brauche. Dann wäre ich auch schon unter 3 Stunden. Das ist schon krass. Ist nicht schlecht. Es gibt so ein Achievement, dass man das Spiel unter 3 Stunden mit 100% abschließt. Ich denke schon, dass das möglich ist. Das sind dann 38 Karten, glaube ich. Und eben alle Upgrades. Ups, hier war ich ja schon. So, das nehme ich mit. Hoffen wir mal, ja, passt. Karte? Keine Karte. Schade. Ich hätte gerne eine Karte. Ein Herz. Hier könnte ich lang gehen, denn hier ist nichts. Da ist einfach nichts. Irgendwo war doch noch so ein Raum, wo nochmal so Typen waren. Da waren auch noch. Ist wahrscheinlich woanders. Schauen wir nochmal. Das war weiter oben, meine ich, aber ich bin mir unsicher. Ich könnte auch wieder irgendwo durch eine Wand. Das ist mir gerade so umständlich, irgendwie. Hier und dann nach links. Müsste gehen, müsste gehen, müsste gehen. Probieren wir es. So, und wir sind im Nichts. Schön. Schön. Schauen wir uns ein bisschen um im Nichts. Hier gibt es ja auch nicht so viel zu sehen, theoretisch. Bis auf das hier. Schauen wir mal hier, da und dort. Weiterhin nichts. Nichts. Hier rechts könnte etwas sein. Hier rechts ist nichts. Gut. Passiert. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Da ist nichts. Hier ist nichts. Da ist was. Da war was. Gut, sollte man nicht machen. Ach komm. Von jedem Boss würden wir übrigens auch nochmal ein Leben bekommen. Deswegen habe ich ja auch so wenig. Die würden aber zu 100% dazuzählen. Das heißt, ich müsste die Bosse auch nochmal besiegen. Also, unter 3 Stunden. Es ist möglich, denke ich. Es ist möglich. Aber es ist recht schwer. Da könnten wir uns irgendwo... Genau, das sieht gut aus. Ah, das ist auch nur ein anderer Eingang. Oh. Egal, probieren wir es, probieren wir es. Ach so, das ist... Okay. Dann gehe ich woanders hin. Danke. Ich bin schon wieder fast tot. Ich will doch nur eine verdammte Karte.
weiß gar nicht. Ups. Ja. Wow. Wo war denn das zweite Stockwerk? Ich weiß es gar nicht mehr. Hier war es nicht. Gehen wir zu einem Punkt einfach. Zu einem Punkt. Das hier ist der falsche Punkt. Weiter oben ist aber auch noch ein Punkt. Das... Da muss ich aber erst von oben kommen. Das ist doof. Das ist doof. Aber mal schauen. Probieren wir es nochmal hier. War hier. Da bin ich gestorben, oder? Nee. Gut. Wenn man nicht stirbt, dann ist das gut. Ach, hier war das. Shit. Ich könnte auch nach oben. Das ging auch. Mal noch? Nee. Jetzt aber. So. Hier geht's nach rechts. Da ist eine Kiste. Das will ich. Das will ich. Das will ich. Das will ich. Die Frage ist, wie komme ich da hin? Speichern wir erstmal so. Stirb, stirb. Ich mag euch nicht. Genau. Von hier. Genau. Sehr schön. Dann hätten wir das auch schon fast. Und dann können wir auch schon ins letzte Gebiet. Genau. Ups, ja, das war eine Glanzleistung. Wie aus dem Buche erst öffnen, dann die Karte nehmen, so zurück zum Eingang. Raus hier und zurück zum Nexus. So. Damit hätten wir die Gebiete alle zu 100% plus extra Karten und wir haben Gebiete ausgelassen. Ja, warum auch nicht? Hier geht's lang. 36 brauche ich, ja. 36 Karten habe ich. Ich brauche aber wohl dann doch mehr als 36, denn ich brauche 92. Allerdings gebe ich keinen Fick und gehe trotzdem durch die Tür. Nachdem ich gespeichert habe, natürlich, ja. Genau. 2 Stunden und nicht mal 2,5 Stunden, so. Der Sage, das ist der Boss hier. Ja. Laber nicht so viel. So. Der Sage ist unser Boss. Ja. Hör halt auf. Ja, machst du noch was? Das ist unser erster Boss, ja? Unser erster Boss. Und er kann nichts. Erste Phase fertig. Das ist die zweite Phase, hält auch noch 3 Hits aus. Jetzt kommt die dritte. Die ist ein bisschen schwerer. Ne? Das sieht man, die ist ein bisschen tricky. Hält aber auch nur 3 Hits aus. Ne, 4. Die ist, ja, die geht eigentlich. Ist nichts Besonderes so. Ein paar Mal hier hätten, ein paar Mal da hätten und er ist besiegt. Der war nicht schwer, oder? Erster Boss. Nein. Der erste Boss in diesem Spiel ist nicht schwer. Macht 2 Stunden. Erster Boss. Und der ist auch nicht optional. Quasi. Den muss man nämlich besiegen. So. Speichern. Ja. Genau. Die Brücke ist lang. Hier gibt es auch nichts zu entdecken. Weiter geht's. Weiter geht's, sagt euch. So. Das. Letzte Gebiet, wir drehen uns immer noch freudig. Ja. Ich weiß nicht, wie man da reinkommt, das weiß ich bis heute nicht. Ich hab's durchgespielt und ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Ah, ich hab, genau. Das letzte Item habe ich noch gar nicht. Das ist nämlich hier. Letztes Item. Das Swap-Item. Das ist das Item, was man wirklich erst am Ende des Spiels bekommt. Macht folgendes: Wir können das mal schnell ausrüsten. Wir können das benutzen, da können wir hier ein Ding nehmen und das einfach swappen. Genau. So. Augen. Was hat. Wir müssen hier die Bosse, die wir nie besiegt haben, nach Farben zuordnen. Das hier ist definitiv rot. Was bist du? Bist du die
Du bist blau, denke ich. Und du bist grün. Falsch. Nochmal. Der ist auf jeden Fall rot. Dann ist der vielleicht blau. Und der hier ist grün. Auch nicht. So viele Möglichkeiten gibt es hier gar nicht. Ach, es geht um die Schlüssel, die ich nie eingesammelt habe. Gut, rot gab es beim ersten Boss. Das wäre so. Blau und blau gab es anstatt bei dem. Ich weiß es nicht. Ne, tauschen wir die. Ah, gut. Einfach durch. Einmal speichern. Ja, ich weiß, tut mir leid. Extend. So, wir gehen nach rechts in das vorletzte Gebiet quasi. Das ist so ein kleines kurzes Gebiet. Hier speichern wir. Da gibt es einen Teleporter. So, hier ist ein Schneemann, mit dem kann man reden. Er sagt, ich brauche dich nicht. Ich brauche nicht deine Besorgnis. Und dann schmilzt er. Und wenn man... Ja, später kann man... Hier, guck. Man kann die auch einfach ignorieren. Dann sagen sie... Ah, du hast mich und ah, ich bin scheiße und du bist scheiße und ja, und hier wieder. Ist mir doch egal. Ja, niemand cares about the Schneemänner. Ja. So. Ob das irgendeinen Zusammenhang hat mit einem Endo, ich hab keine Ahnung. Ich kenne nur ein Endo. Ich glaube, es gibt auch nur ein Endo. Ja, von daher ist das egal, denke ich. Ja. Ja, die hier haben wir auch nie gesehen. Warum auch? Ja, warum auch? Es fehlen, also mir fehlen jetzt einige Karten eigentlich schon. Schon krass eigentlich, wie man das Spiel trotzdem durchspielen kann. Ich meine, hier fehlt eine, da fehlen vier, da fehlen zwei. Und die hier sind alle Bonus. Bräuchte man eigentlich nicht. Genauso wie die Secrets hier. Die könnte ich eigentlich gar nicht haben. Weil ich dazu eben das Swap-Item brauche. Dann kann man nämlich die Spielwelt quasi auseinandernehmen. Aber dazu später. Warum sind hier eigentlich so viele Speicherpunkte? Ich erinnere mich nicht mal an den Boss hier. Ich weiß es gar nicht. Ich meine, hier war gar kein Boss. Deswegen finde ich das etwas komisch gerade so. Hopp, hopp. Das war schlecht. Nein, fast. Ja, so. Das war wieder schlecht. So, danke. Dup. Kein Problem. Genau, speichern. So. Das ist halt totaler Krebs. Kein Problem. Ups, nicht. Das war... Ah, das hat mich aus der Bahn gebracht. Schade. Wir drehen uns übrigens einfach immer noch, ja. Kein Ding. Ist das wirklich passiert? Das ist nervig. Das ist nervig. Ich weiß ja nicht. Nein! Zum Glück war hier ein Speicherpunkt. Ich meine, das ist nicht wirklich besonders hallo. Ich stelle mich nur ziemlich dumm an. Ziemlich dumm. Ja. Ich will sterben. Jetzt aber. Schießt ihr nochmal. Speichern, danke. Hier ist nichts Interessantes. Nobody cares about your lasers. Hier rennen wir einfach durch. Ist mir auch egal. Leckt mich. Das Gebiet ist ja total lang. Kann es sein? Ich habe es gar nicht so lange in Erinnerung. So, dup. Oh nein, was mache ich nur? Und jetzt kommt das Fahrradmädchen, ja. Unsere Freundin quasi, eine unserer Freundin. Und das ist wieder der Briar, der gute Mann, unser Freund,
der Geist. Dann können wir hier wieder gehen. Wir haben hier Wasser aktiviert. Jetzt fließt hier Wasser lang und dann ja, freuen wir uns alle. Und hier geht es jetzt lang. Hier kommt so eine kleine Cutscene.